So, neue Aufnahmesession. Wir haben heute Montag, den 22. im Sommer. Leben vom Land. Die meisten Städte haben einen Kalender der Jahreszeiten vor ihren Gemischtwarenläden. Es ist sehr ratsam, diesen hin und wieder zu überprüfen, dann weißt du auch Bescheid, was in deiner Gemeinde so vor sich geht. Und wirf immer einen Blick auf die Jobangebote. Alles klar. Morgen das Wetter klar und sonnig. Was wollte ich denn jetzt mit Briefen? So, wir haben 12.000 Gold. Hier haben wir eigentlich genug Zeug erstmal. 14, 26, 15, 20. Ja, das reicht erstmal. Gut, dann einmal hier den Hopfen ernten. Also den Weizen können wir jetzt auch noch mal machen. Warum habe ich denn hier unten? Ach ja, unsere Hacke ist ja in der Werkstatt, genau. Ist ja beim Schmied. So. Die goldenen behalten wir, haben wir gesagt. Genau. Und das verkaufen wir. Wir brauchen unbedingt, innerhalb der nächsten Wochen müssen wir eine Menge Gold farmen. Ja, wird langweilig. Sonst. Achso, wir müssen. Ja. Ich habe vergessen, dass wir schon Hühner haben. Och, die Damen. Na. Haben wir gestern Abend vergessen zuzumachen hier. Aber die Eier liegen hier drin. Und wenn wir aufhaben und das Gras in der Nähe, dann geht hier kein Heu weg. So. Ich bin jetzt am Überlegen, einen Kuhstall bauen. Gucken wir mal kurz hier rein. Hey, da kommt nichts dazu. Was ist denn das? Gut. Kuhstall? Ja, ich weiß es nicht. Normalerweise müssten wir erstmal Geld sparen auch. Das hier rein. Das bitte zu mir. Dann können wir hier nochmal aussehen. Das wird das letzte Mal, dass wir irgendwas jetzt im Sommer aussehen werden. Gut. Und dann können wir eigentlich direkt unsere Hacke holen. Ja, machen wir. Wir können auch hier drüber, aber ich möchte auch am schwarzen Brett gucken. Wegen neuen Aufträgen gibt ja auch ein bisschen Geld. Kaufe einen Smaragd zum dreifachen Marktpreis. Jo, das hört sich doch gut an. 750 Gold für einen Smaragd. Blöde ist, Elliot ist hier unten in der Hütte, der kommt nur selten raus. Da müssen wir gucken, wann der rauskommt. Hallöchen. Dankeschön. Zu gütig. Bushaltestelle. Mitnehmen. Warum hat die Musik jetzt aufgehört? Hä? 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 Leute. Leben. Jetzt, wo wir zwei Silos haben. Ja, toll. So, das brauchen wir. Und das brauchen wir.
Und eigentlich bräuchte ich mir auch eine größere Tasche. Oh Mann. Nein. Noch was für Hunter interessant ist. Nein. Nein. Hier. Zwergenschriftrolle 4. Okay. So, wir lassen das ganze Zeug mal hier. Und ja, wir angeln dann unten am Strand ein bisschen. Wir müssen eh mal ein bisschen angeln. Weil uns noch eine Menge Fische fehlen, die es nur im Sommer gibt. So, Museum spenden. Nummer 4, Dankeschön. Vielleicht haben wir Glück und Elliot ist gerade da kommt Elliot. Dankeschön. Smaragd, genau das, worum ich gebeten habe. Und wunderschön noch dazu. Vielen Dank, Markus. Ein zarter kleiner Sonnenstrahl hat mich heute geweckt. Ich habe mich noch nie so erholt gefühlt. Das ist schön für dich. 750 Gold. So, was haben wir denn eigentlich? Pam ist durstig. Wie viel, was brauchen wir für so ein Fass? Eisenbarren Eichenharz. Wir haben kein Eichenharz. Komm mal her. Noch ein neues Buch für uns. Und noch ein neues Buch. Und noch ein neues Buch. Alter, wer vergräbt denn die ganzen Bücher hier? Das soll ich hier noch mitnehmen. Hier ist sonst nichts mehr. Oder wollen wir heute schon gucken? Ich sag mal, ich drück mal hier auf Pause. Ich mach mal hier kurz Internet an. Start your Wiki. Bildschirmaufnahme. So. Fisch. Also. Wir müssen hier eigentlich einmal nach der Jahreszeit. Brasselforellenbarsch. Wir brauchen... Moment, hier ist nur Winter. Sommer. Stör haben wir schon. Rotbarbe haben wir. Hecht haben wir. Fluss. Nee, haben wir Hecht? Ich weiß es nicht. Riffbarsch haben wir. Buntbarsch haben wir. Superseegurke haben wir nicht. Ab 18 Uhr. Goldmakrele, Fluss, Wald. Die haben wir auch noch nicht. Oktopus. 6 bis 13 Uhr. Im Sommer. Regenbogenforelle. Fluss. Okay. Kugelfisch haben wir. Das wäre alles, was wir. Heilbutt haben wir. Blaubarsch. Und es regnet. Aber den kann man auch in anderen Jahreszeiten noch. Flunder haben wir. Gotteslachs haben wir. Sommer ist sonst nichts dabei. Okay. Heißt, wir müssen im Fluss. Im Wald angeln. Gut. Im Fluss, im Wald. Hm.
haben wir noch genug Köder? Ja, 514. Ja, stimmt, wir hatten ja erst letztens gekauft gehabt. Hallo, Mani, gehst du mal aus dem Weg? Stellen wir uns hier hin. Ich weiß halt nicht, ob wir hier zu dem dunklen Bereich kommen müssen. Na, was bist du denn? Sehr schön. Und ein Kaulbarsch. Ich glaube, es hackt. Was will ich denn mit einem blöden Kaulbarsch? Ist auch nicht mal was wert. Ja, und wie ist bei euch das Wetter so? Also bei uns war es die letzten Tage sehr warm gewesen. Ein Hecht. Sehr schön, haben wir auch einen Hecht. Bei uns war es die letzten Tage sehr warm gewesen und heute auf einmal, keine Ahnung, 15 Grad. Gestern hatten wir noch 26, das ist... Noch ein Hecht. Das ist immer so ein Temperaturunterschied. Da kriege ich teilweise Kopfschmerzen. Ich habe seit heute Morgen Nackenschmerzen. Ein bisschen geht nicht mehr. Weil ich heute Nacht halt auch etwas bescheiden geschlafen habe. Eine Regenbogenforelle haben wir jetzt auch. Sehr schön. Gut. Also Hecht haben wir auf jeden Fall. Regenbogenforelle fehlt nur noch die Goldmakrele oder was das war. Das nehmen wir mit. Also ich glaube, für den Herbst brauchen wir mindestens mal 30.000 Gold. Dass wir alles anbauen können. Ein Gotteslachs. Gab's irgendwas Besonderes bei der Goldmakrele zu beachten? Das ist ein Hecht, so wie der hin und her macht. Ja. Also ich bin jetzt, glaube ich, bei... Das muss ich kurz überlegen. 22, also das ist jetzt die 22. Folge, die ich im Voraus schon aufnehme. Ich muss momentan so viel aufnehmen, weil wenn das Video erscheint, ist auch Red of the Lich King draußen. Und ja, WoW geht natürlich weiter. Hallo. Also WoW geht natürlich weiter. Ich weiß aber nicht, ob ich das neue Addon spiele. Das soll ja auch noch dieses Jahr rauskommen. Keine Ahnung. Also Red of the Lich King auf jeden Fall. Ey, hallo, kannst du mal hier hinterbleiben? So, da haben wir eine Goldmakrele. Okay, wir haben eigentlich alle Fische jetzt gefangen, die wir brauchen. Glaube ich zumindest. Jetzt noch eine Goldmakrele. Nee, nicht. Und ab 18 Uhr müssen wir an den Strand und uns da einen Oktopus noch fangen.
Also einen Fisch fangen wir jetzt noch. Und dann war's das. So, und das ist noch ein Gotteslachs. Ja, ich hatte ja 5 Monate keine Let's Plays aufgenommen. Und habe mich, ja, jetzt so gesehen, laufen ja momentan auf jeden Fall 2 Let's Plays gleichzeitig. Einmal Diablo 3 und einmal hier Stardew Valley. Und World of Warcraft kommt noch dazu. Ich möchte demnächst noch ein Point-and-Click-Adventure anfangen aufzunehmen. Welches? Das müsst ihr dann auf meinem Kanal am besten gucken. Muss halt alles im Zeitrahmen sein, dass ich auch alles wirklich aufnehmen kann. Weil 4 Let's Plays, dadurch, dass ich damit kein Geld verdiene, ja, ist halt auch, da oben. Okay, bis dann. Ein Stück so. Sehr schön. Ja, dadurch, dass ich die Let's Plays ja nur aus Spaß an der Freude mache, ja, muss man halt immer abwägen, was macht man jetzt und wie viel Zeit möchte man dafür investieren. Ich kann jetzt auch leider nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Super Seegurke haben wir jetzt auch, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr meine anderen Let's Plays verfolgt habt. Da habe ich ja schon erzählt, was ich bisher für Krankheiten auch hatte, also Schlaganfall und ein Herzinfarkt und ja, da muss ich halt immer auf meine Gesundheit ein bisschen achten. Kann jetzt auch nicht so lange am Stück aufnehmen. Ich muss immer mal eine Pause dazwischen machen, deswegen ist für mich Livestream leider nicht so optimal. Nennen wir es mal so. So, wir brauchen immer noch einen Oktopus. Hallo. Ey, geh mir nicht auf den Sack. Hallo. Ei. Mann. Also das könnte eben ein Oktopus oder eine Superseegurke gewesen sein. Das ist ein Halbutt. Kurz gucken. Ja, wir müssen mal ein bisschen weiter vom Steg wegwerfen. Auswerfen, heißt es ja. Uiuiuiuiuiui. Wach dich, Freundchen, wach dich. Und noch eine Super-Sigma. Toll. Ich brauche doch nur noch einen Oktopus. Mann. Also bis 22 Uhr können wir noch angeln. Danach müssen wir uns langsam auf den Heimweg machen. Energie haben wir noch, ja, ein bisschen. Leute.
Und wir brauchen 10.000 Gold für eine größere Tasche. Oh Mann, wo sollen wir denn das ganze Geld hernehmen? Straßig. Maximal 2 Fische. Oder hatte ich mich verguckt und der Oktopus kommt erst ab 22 Uhr? Ach, du gehst um 10 Uhr ins Bett. Okay. So, einen machen wir noch und dann war's das für heute. Lang genug geangelt wieder. Ja, morgen gehen wir nicht angeln. Morgen räumen wir den Hof noch ein bisschen auf. Und noch ein Halbutt. Toll. Ich sag mal, wir können auch länger angeln, wenn wir uns ein Totem mitnehmen, was uns zum Hof zurückteleportiert. Dann sind wir nämlich ganz schnell daheim. Und brauchen uns keinen Gedanken über den Heimweg machen. So, einmal hierhin bitte. Bushaltestelle. So, wir haben... Hecht hatten wir schon, okay. Eine Superseegurke haben wir noch nicht. Eine Goldmakrele haben wir noch nicht. Den haben wir. Die Regenbogenforelle haben wir noch nicht. Den Halbutt haben wir. Die Flunder haben wir. Thunfisch haben wir. Gotteslachs haben wir. Hecht haben wir. Kaulbarsch sowieso. Gut. Das Zeug kommt hier rein. Ach, sowas hatten wir noch nicht. Okay. Und wir müssten, glaube ich, mal ein paar, ein paar Krabbenhäusen machen. So, wir machen hier heute Nacht mal zu. Ja, wir können sie morgen ja wieder rauslassen. Gut, dann gehen wir jetzt ins Bett. Lucky, haben wir heute schon gestreichelt? Ja. Alles klar. Und Level Up Fischen, Stufe 8. Plus 1 Angeleffektivität. Neue Rezepte. Wurfeimer, verkleideter Dreher und Wiederhaken. Und wir bekommen 8.788. Das ist doch... ein Wort. Und die Superseegurke bringt in Gold 468 Gold. Ja. Alles klar. Morgen geht's dann weiter.